So, vielleicht Finale. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die. So, haben wir uns die Insignie. Ha, war schon gemein, da Schluss zu machen, ne? Also bin ich halt. Nun gut, ich schwimme mal mit diesem Pappus da rüber und holen die vorletzte Insignie der Plaza de la Palma. So, letzte Bonus-Insignie. Dazu müssen wir die Kapitel 8 wählen. Und nach dem Intro. Nachdem Mario zurück aus Pixeln entstanden ist, geht es jetzt wieder rüber über die Hängebrücke. Jetzt holen wir bei dem großen Baum da hinten wieder die Raketedüse. Wir müssen nämlich wieder ganz hoch auf die Palme da, wo wir die 8. und letzte rote Münze bekommen haben. So, und jetzt mit Tornado Move. Yay! Yay! Nochmal, yay! Ah, noch einmal. Ah, da ist ja kein Düse. Öffnen und anschlagen. Jetzt gehen wir doch rüber zur Palme und dann schießen wir uns dort hoch. Oh. Hä? Mario kann doch flott sein, auch ohne Kart. So, ist vorsichtig darüber. So, erstmal die Raketendüse laden. Ganz leicht R drücken. Und jetzt volle Pulle. Haha! Und nicht durchgefallen diesmal! So, letzter Raketenschuss! Nee. Mario! Mario! Danke, dass du ganz runtergeflogen bist! So, jetzt spritze mir die Sonne an! Da erscheint ein Insignien-Symbol. Da ist die letzte. So, das war's. So, jetzt haben wir noch hier. Auf Platz hat der Delfino 100 Münzen. So. Jetzt tun wir mal das Imbiss-Schild hier anspritzen. So, jetzt gehen wir mal hier links gucken. Hier steht ein Fenster offen, also ein Wassermarsch. Die Polizisten gucken schon. So, hier die Phantombilder. Die Witz-Phantombilder anspritzen. Gibt auch Münzen. Dann haben wir noch hier. Hier noch ein offenes Fenster. So, da müsste jetzt rechts noch ein Phantombild kommen. Ja, das hier. So, jetzt gehen wir mal da ins Sand. Und einen versteckten Kanaldeckel suchen. Was klump 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 macht, haben wir gefunden. Wo ist er denn? Huhu. Da ist er! Da ist er! Und Stampfattacke! So, hier sind 8 Münzen und ein One-Up. So.
Geh mal dahin, Spaß, ich sag, guck, ob da auch noch ein Fenster aufsteht. Da! Da! Ha! Neue Münze! Hatte ich vorher nie. Da-d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 a. Da 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 da. Hier am Phantombild gibt es auch eine Münz. Da 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 da. Hier muss noch ein Fenster. Sperrangel weit offen stehen. Aber vorher spritz ich das Gaststätten-Schild an. Und hier ist Münze 21. Da 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 da. Mario sorgt immer bei mir für gute Laune. Vor allem heute. Da, 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 da. Heute ist es ja so weit. Super Mario 3D World kommt für die Nintendo Wii U. Hoffentlich krieg ich noch eins in Völklingen, den ich habe nicht schon bestellt. Hier ist Münze 25. Ein Viertelhammer. Schon. Ich hoffe, Nintendo verzeiht das mit Summen dieser geilen Mucke. Von Nintendo Mucke Master Koji Kondo. Das läuft übrigens rauf und runter auf meiner Stereoanlage. 2010 gab es doch dieses Jubiläumstag, wo Mario 25 Jahre wurde. Da ist doch so ein Soundtrack-CD drin. Von Super Mario Bros. Bis Super Mario Galaxy 2. Ha, ist das geil. Kriegen ja nochmal sowas raus, so eine Zusammenfassung der Musikstücke bringen. Wäre geil. Ich würde mal gerne diese Bowser Road von Super Mario 64 auf der Stereoanlage hören. Da vor der Polle. Scheiß auf den Nachbarn. Hier unter dieser Kiste muss auch noch eine Münze sein. Ich würde sagen, da haben wir hier alles und jetzt gehen wir in. Oder? Ah, da drüben ist ja auch noch, stimmt. Ich gehe jetzt hier erstmal hier in die Tunnel. Und jetzt, zack! Und linker links sitzen. Und jetzt rechts. Hier ist leider nichts. Ich glaube, hier war ein One-Up. Nein, da war die blaue Münze. Stimmt. Ihr seid ja bestimmt nicht blöd. Denkt mal, dass das der letzte Part ist. Und dann sag ich doch mal einfach vielen Dank an Nintendo für dieses Spiel und die Nintendo-Konsole GameCube. Danke für Super Mario Sunshine und die GameCube. Macht echt Spaß. Und wie eben hier die 16. Münze, wo ich da am Fenster beim Leuchtturm. Also ich freue mich nicht. Egal, ich habe bestimmt schon 100 Mal durchgezockt. Aber es macht immer wieder Spaß und man findet immer wieder was Neues. Ach, danke für dieses geile Spiel. Und bei euch möchte ich mich bedanken fürs Einschalten. Dieses Let's Play endet hier und jetzt. Definitiv. Und der Nachfolger steht auch schon in den Startlöchern. Es wird weitergehen mit Mario. Mit Super Mario 3D World. Super Mario Sunshine kam, ja.
Ich mache das, weil ich hier gleich, wenn ich die nachher die 120 Insignien hier berührt habe, werde ich cutten. Und zwar direkt vor Bowser. Ja. Weil ich will euch nicht. Wir haben ja schon in Part 16 gesehen. Brauchen wir dann halt nicht nochmal zu sehen. Deshalb will ich das nachher schneiden. Ist doch nett von mir, ne? Deswegen mache ich schon die Dankesrede bei der Endszene und bei den Credits werde ich die Klappe halten. Deswegen mache ich das jetzt schon mal als. Die Mario Sunshine-Kenner wissen ja mit Sicherheit, dass wirklich das der letzte Part ist. Deswegen kann ich mich schon mal bedanken. Vielen Dank auch an Robin, dass er mir das tolle Intro gemacht hat. Robin Phipps Pilot. Auch ein YouTuber und ein super netter Kollege. Und hier haben wir die 100 Münzen-Insigne der Piazza Delfino. Piazza Delfino, so. Ha, geil. So. Bin ich jetzt fertig bei meinen Dankesreden. 256 Abonnenten habe ich jetzt und 81.000 Aufrufe. Dankeschön. Ha. Dann sorge ich mal mit dafür, dass jetzt mal so richtig losgeht in Deutschland mit der Wii U und Super Mario 3D World. Für mich ist Nintendo die Nummer 1 und wird es auch immer bleiben. Nein, ist nicht Schleimerei, bei mir ist es ehrlich. So, Insignia Nummer 95. So, jetzt gehen wir noch einmal rüber zu Pista Delfino. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir hier links. Hier diesen tanzenden. Soll ich dich für 10 Meter zur Pista Delfino bringen? Zur See! Es ist halt. Erwarte nicht, dass der Kapitän Seemanns. Das will ich auch gar nicht hören. So. Aktivieren wir mal die rote Kappe hier. So, wir haben jetzt 2 Minuten Zeit, 8 rote Münzen sammeln. Das geht mit der Turbolüse recht flott. Aber halt! Hier bei der ist rote Münze, ist auch eine blaue Münze. Das ist die 240. und letzte blaue Münze. Aua. Komm, Mario. Oh. Das passiert übrigens, wenn wir eine doppelte freischalten, die wir schon haben. Sie ist durchsichtig. Die brauchen wir nicht wieder zu. So. Jetzt muss man aufpassen. Richtig springen. Yay. Und jetzt nochmal. Hey. Und jetzt eine schöne Linkskurve. Und hier ist Münze Nummer 4. Aber ich will die 150 Münze kriegen. So, hier rechts ist er. Stimmt. Und hier bei dem Kreuz da. Ja. Da ist eine schöne lange Linkskurve auf Start und Ziel. Ach komm, spitz ab, oder? So, und jetzt volle Kraft voraus. So, wir haben ja die 96. Insignie! So, das war's vom Let's Play Super Mario Sunshine. Wir haben alle 96 Insignien und alle 240 blaue Münzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's nicht. Kleiner Scherz. Jetzt gehen wir Yoshi holen. Weil ich will die letzten Insignien mit ihm holen. Ist doch schön zum Abschluss, oder? Mal einmal mit Yoshi. Ist schön. Yoshi! Oh, wir schleppen die Ananas zu Yoshi. Ananas kann zu schwer sein. Dö, 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 dö.
So, jetzt gehen wir auf die rechte Seite von Plaza Delfino. Ist auch so ein kleines Highlight für mich. Wenn ich hier den ansprechen, dann kriegen wir nämlich. Hey, eine Sonnenbrillerei reicht nicht auf. Nein, du benötigst auch eines meiner Tropenshirts. Bitte sehr. Ah, sieht das nicht geil aus? Tropenshirt und Sonnenbrille. Ah, sieht mal nicht cool aus, hä? Er kann sich schon Schnieke machen. Ja. Wir haben natürlich nicht umsonst die 240 blauen Münzen gesammelt. Teilt man 240 durch 10, blaue Münzen durch 10, kommt man auf das Ergebnis von 24. Addiert man diese 24 mit den 96 Insignien, kommt man auf Sumaro. Soll jetzt ein bisschen rumlaufen, bis es B erscheint. Benomendo! Ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir 10 Münzen. Ich schaue sie gegen Insignia an. Ich gebe dir 24. Einverstanden? Ja, wirklich. Du meinst es ernst, nicht wahr? Keine Rückerstattung? Ja. Und hier, voila! 120 Insignien. Damit haben wir's. Ha, so schnell geht's. Das ist wie Zauberei. So. Hier, beweise ich euch noch mal alles. Ja, 40, 20 blaue Münzen. Die Fähre bringt. So, mehr gibt's nicht. Plaza de la Palma. Die antike Heimat der Palma wurde in einen riesigen Baum gebaut, um sie vor Tieren zu schützen. Von dem Dorf gedeihen Riesenpilze. Ich denke mal, Plaza de la Palma haben wir schon am Anfang von Let's Play gemacht. Colina Corona, die heiße Quelle am Fuße des Berges von Isla Delfino, wirkt entspannend, aber es ist verboten, die Lava wieder darunter zu reden. Ach was. Ist das nicht eine schöne Statistik? Und jetzt mal einen schönen Cut. The water is great, hey Junior? Sure is, Papa. Come on in, Mama Peach. I think not. Mario! You again? Don't you ever give up? Mario! How dare you disturb my family vacation? Du beschwerst dich? Du hast meinen Urlaub vernichtet! Jetzt gibt's saures Bowser! Haha! Du kannst so viel Feuerschwein wie du willst. So. Diese Flammensymbole gibt es 5-mal hier. Mit Raketendüse und Stampfattacke stampfen wir die an. Ist ein bisschen heiß. So. Jetzt mit Raketendüse drüber. So, jetzt haben wir uns schön zünden. Und jetzt Stampfattacke. Da waren es nur noch 3. Komm, Mario, lass mich nicht im Stich. So, jawohl. Der Schwede, der dachte tatsächlich sich bei mir, dass ich seinen Familienurlaub störe. Er kann den Urlaub machen, aber nicht mit Peach. Wenn hier einer Urlaub mit Peach macht, dann ist es Mario. Eis! Auch noch eben zu dem Gelesene. Die Lavahöhlen darf nicht betreten werden. Ach was? Darauf wäre ich nie alleine gekommen. Oh, der dreht ja durch. Ich brauch Wasser. Ich werde nicht gerade ausgerechnet im Let's Play auf einer trockenen Stelle landen. Schnell, Mario, schnell! Nein, nein, nein! Ausgerechnet im Let's Play. So, Boss, jetzt gibt's kein Pardon mehr. Was ich wirklich schade finde, Super Mario Sunshine, man kann nicht wirklich richtig gegen Bowser kämpfen. Man kann nur mit so Stampfattacken kalt machen, ja? Ich will hier wie in Super Mario 64 am Schwanz packen und weg damit. Und in Super Mario Galaxy kann man dann auch persönlich angreifen, aber hier muss man aus der Badewanne werfen. Zack.
Aremis, das war die Insignie, nachdem ich den 16. Part nach dem Cut auf der Wolke fortgesetzt habe. Da kam ja vor dem Speichern und bevor wir ins Hauptmenü zurückgekommen sind, hat sich die Zahl auf 92 erhöht. Das ist die, wo drauf der Bus Bowser drauf huckt. So, zwei Stelle. Ja. Ah, heiß. Was? Heiß. Und nicht schon wieder abkratzen, Mario. Nee, machst du nicht, ne? Bist doch mein Freund. Wir sind doch wie Brüder. Wir sind doch Freunde, wir sind doch Partner. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Nee, 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 nee. Ich hab kein Wasser mehr. Nein. Ich krieg kein Wasser. Ich hab keine Chance. Der lacht sich doch hier kaputt. Wenn ich hier am Verzweifeln bin. Mensch, schick doch mal Blauer, du Idiot. Mann! Zweimal hier verkackt! Das gegen Bowser! Jetzt geht's aber okay, verloren. Alle guten Dinge sind drei. Der hat doch nur Glück, dass ich auf dem Trockenen gesetzt hat! Die ganze Zeit schießt der. Da! Da kommt schon wieder so eine blaue Kugel wie! Warum nicht der Himmel? Du bist doch ein Arschloch, Bowser Junior! Ich bin noch eine linke Ratte, ey! War nur, wie ich wieder in New Super Mario Bros. Gegen ich persönlich kämpfen kann. Gibt's aber keine Gnade diesmal. Das zeige ich dir heim, mein Freund. Oh ja, du scheiß Kugel, Willi. Zack. Feuer kommt jemand her an die Bude. So. Da war wieder knapp. Na, Mario, freut sich schon auf das Bad mit Peach. So, ich glaube, das war's. So, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Abspann und den Credits. Ich finde das so traurig. Mario, look! Wo ein Ende ist, ist auch immer ein Anfang. Ist das nicht schön? Da sind sie gestrandet mit ihrer überdimensionalen Badewanne. Ja, dann erklär's mal deinem Sohn. Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama.
someday, when I'm bigger. I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopaline is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. Komm nur. Ich werde da sein, wenn du kommst. Okay, Mario. The vacation starts now. Ich verneige mich vor Super Mario Sunshine. Ja, den hast du verdient, Mario. Ciao, mein Freund. Du hast alle Insignien in der Sonne gesammelt. Sehr schön. So, schauen wir das nochmal hier an. Hahaha. So. Hier in die Schatten. Ach, sieht das nicht geil aus. So, schön zurück in den Titelbildschirm. Geht gar nicht. Dann so. Danke fürs Zuschauen bei Let's Play Super Mario Sunshine. Und ich hoffe, euch wieder begrüßen zu dürfen bei Super Mario 3D World. Bis dann und ciao.